Für Max, Lorraine und Fabian fängt heute ein neuer Lebensabschnitt an. Sie und 25 weitere Schülerinnen und Schüler besuchen jetzt die Oberschule in Holdorf. Schulleiter Raimund Haskamp gibt ihnen die besten Wünsche mit auf den Weg. Einige Kinder kommen von der Grundschule in Holdorf, die kennen das Schulgelände schon. Die anderen Kinder werden sich relativ neu einleben. Ja, ich wünsche denen, dass sie eine tolle und spannende Schulzeit haben, dass sie neben der ganzen Zeit, die sie hier mit dem Lernen auch verbringen, genügend Zeit haben, um auch alle anderen Sachen hier an der Schule zu erleben, Arbeitsgemeinschaften, die ganzen Bereiche, die wir hier neu bekommen haben, mit Mensa und Chillraum, dass sie hier gute, interessante 6 Jahre haben, wo sie viel lernen und gerüstet werden, dann später für eine Ausbildung oder den weiteren Schulweg. Zur Einschulung bietet die Oberschule ihren neuen Schülern ein buntes Programm. Maßgeblich daran beteiligt Xenia Vogel. Die Siebtklässlerin macht nicht nur am Klavier eine gute Figur. Auch beim Auftritt ihrer Jazz-Dance-Gruppe gibt sie alles. Was macht die Oberschule für sie besonders? Sie ist sehr freundlich, alle sind freundlich zueinander, also es wird niemand ausgeschlossen oder so und alle Lehrer sind nett und wenn etwas schief läuft, dann helfen die Lehrer oder die Klassensprecher auch sehr oft. Auch der Bürgermeister ist heute dabei. Dr. Wolfgang Krug versichert Eltern und Schülern, mit der Oberschule eine gute Wahl getroffen zu haben. Auch Schulleiter Raimund Haskamp ergreift noch einmal das Wort und stellt die neuen Paten vor. 10 Klässler, die sich freiwillig in den ersten Wochen um ihre neuen Mitschüler kümmern. Die 10 Klässler machen freiwillig halt hier ein Projekt mit dem Paten. Da betreuen sie die 5 Klässler, die neu hier zugekommen sind. Die zeigen die ganze Schule. Die verbringen vielleicht ein paar Pausen mit denen, spielen was mit denen, gehen mit denen essen und zeigen vielleicht, wie der Unterricht hier ist. Helfen, auch bei den Hausaufgaben vielleicht. Während die Kinder nun zu ihrer ersten Unterrichtsstunde gehen, schauen sich die Eltern die Schule ganz genau an. Ob Schulhof, Lernküche oder die Klassenräume, hier kann der Ernst des Lebens auch Spaß machen.